Ranrok und seine Anhänger. Ja, meine lieben Freunde. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Ich bin noch ein paar Sachen am... Ich muss den Bohrer irgendwie stoppen. ...vorbereiten. Mein Charakter kann es nicht erwarten. Wir waren hier in der verlassenen Mine, mehr oder weniger. Wir müssen den Bohrer irgendwie stoppen. Jetzt muss ich halt nur gucken, wie weit wir beim letzten Mal waren. Sekunde. Gut. Es müsste Part 83 sein. Ja, es gab jetzt mal wieder ein paar Wochen Ruhe. Es ist irgendwie so eine On-Off-Beziehung mit mir und Hogwarts Legacy. Aber ich bin, wie gesagt, an Wukong dran. Und ja, es gibt einfach zu viele gute Spiele. Und wenn man Vollzeit arbeiten geht, halt auch zu wenig. Die Säulen geben nach. Ach hier. Ich muss erstmal gucken, was der Auftrag aktuell sagt. Verlasse die Mine, ja, komm schon. Verlassen sollte drin sein. Aber bin ich hier überhaupt richtig? Stimmt, ich bin ja hier in der Mine komplett lost. Kann ich einfach meinen fucking Besen nehmen? Wenn ich die Säulen zerstöre, stürzt die Decke auf den Bohrer. Ja, aber ich sollte doch eigentlich hier die Mine verlassen. Oh. Ups. Ach hier. Ich muss die Plattform näher heranziehen. So, und jetzt nach unten. Warum ging das eben nicht? Na gut, hinterfragen wir das mal nicht. Boah, ich hab so einen Durst. Aber es ist jetzt schon relativ spät und ich will nicht mehr so viel Koffein trinken. Naja. Gute alte Apfelschorle macht's auch. Boah, ich bin doch in solchen Sachen komplett lost. Ja, traditionell müsste man sowas eigentlich herausschneiden. Rivelia. Wohin führt er wohl? Oft benutzt wurde er offenbar nicht. Vielleicht habe ich ja Glück. Das sieht so aus. Na, aua. Komm, trink! Lass dir!
Revelio. Warum kann ich das nicht? Warum sollte der mich hierher führen, wenn ich da nicht rauskomme? Die Frage ist, glaube ich, habe ich den richtigen Zauber? Oder habe ich hier gekämpft? Incendio! So, Bombarda. Bombarda. Okay. Es gibt bestimmt einen anderen Weg und ich bin zu blöd, den zu finden. Aber da war ich noch nicht, glaube ich. Na gut. Da will ich mal gucken, ob ich einfach zurückkomme. Ich muss mir sowas öfters tatsächlich merken. Sonst bin ich halt echt... im Eimer. Ich darf mich von der Karte nicht leiten lassen. Ich muss jetzt so ein bisschen nach Instinkt gehen. Das sieht doch schon mal nach was aus. Würde ich sagen. Ich habe nichts gesagt. Boah, ich bin doch so schlecht in sowas. Kann ich nicht einfach abhauen? Schnell reisen oder so. Ach hier. Hier geht's runter. Ah ja, okay. Muss aber eigentlich nach oben. Ich kann ja nicht halten oder so. Aber das sieht aus, als würde ich hier Progress machen. Ey, ich bin so schlecht in sowas. Vor allem, wenn du es halt wirklich Monate nicht spielst. Nicht voll Idiot, guck die ganze Zeit in die Kamera. Habe aber vergessen, dass die Kamera aus ist. So. Ausgang! Ich war doch bestimmt und schon jetzt fast da. Nichts wie raus hier. Du hast gesagt, du musst die Dinger sprengen. Ich muss mich mit Fake in der Kartenkammer treffen. Er und die Hüter müssen erfahren, dass Ranrock das Tagebuch hat und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Okay. Dann ab zur Karte. Hier gibt es bestimmt noch einiges zu entdecken. Ich weiß, ich bin ganz ehrlich, ich weiß aber nicht, ob ich alles abklappern werde. Das kannst du aber glauben. Ich habe eigentlich auch genug Tränke. Ich muss jetzt nicht nochmal im Raum der Wünsche irgendwas nachbrauen oder so. Ja, müsste halt tatsächlich in der Dingsbums machen. Hoffentlich hat Professor Fig meine Eule bekommen. Er und die Hüter müssen von Ranrock und dem letzten Behältnis erfahren.
Es laut der Boden ist geil. Die ich erhalten habe, bewegt sich Runrock schneller, als wir es erwarten konnten. Eine wahrlich schlechte Nachricht. Wir hatten uns mehr Zeit erhofft, um das beste Vorgehen zu besprechen. Hören wir, was das Kind zu sagen hat. Professor, Sie haben eine Eule erhalten. Renrock hat das letzte von Bragbors Tagebüchern. Er hat Lodgok dafür getötet. Er weiß, wo das letzte Behältnis ist. Bei Godrics Herz. Lodgok und Renrock waren Brüder. Lodgok wollte mir das Tagebuch bringen. Renrock ist ein Monster. Wir müssen wissen, wo das letzte Behältnis ist. Das ändert die Lage wirklich. Renrock hat Bragbors Tagebücher und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Wir haben Bragbors Gedächtnis gelöscht. Er führte Tagebuch? Aber warum hat er alles festgehalten? Er wusste nicht, was wir versteckt hielten. Isidora erzählte Bragbor von dem Zauber, als sie ihn bat, einen Behälter zu bauen. Ich kenne ihre Erinnerungen. Isidora hat also Erinnerungen hinterlassen? Sie wissen, was sie getan hat? Die Erinnerungen zeigen, was sie für ihren Vater getan hat. Das war auch in Professor Rookwoods Denkarium. Und ein Gespräch mit Bragbor, in dem sie äußerst frustriert war, dass sie in ihrer Nutzung der alten Magie eingeschränkt wird. Gemessen an den Erinnerungen, die er gesehen hat, denke ich, dass unser junger Freund sich der Schwere der Lage durchaus bewusst ist. Ja, das bin ich. Die nächste Prüfung erfordert außergewöhnlich hohe Zauberkunst und auch einen differenzierten Umgang mit Tierwesen. Was? Finden Sie ein Antlitz aus Stein und Ranken. Ich sollte erwähnen, dass Sie mit jedem Tierwesen bei dieser Aufgabe allein zurechtkommen müssen. Professor Bakar trifft Sie bei seinem Denkarium. Na super. Eine außergewöhnlich hohe Zauberkunst? Ein differenzierter Umgang mit Tierwesen? Wir sollten uns wohl auf die Suche nach einem Antlitz aus Stein und Ranken machen, was das auch sein mag. Also gut. Professor Weasley behält mich im Auge. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, damit sie keinen Grund hat, bei Professor Black Bedenken anzumelden. Wir treffen uns bei der Küste. Vielleicht können Sie mir dann mehr über Isidoras Erinnerungen erzählen, die Sie erlebt haben. Das machen wir doch glatt, mein Alter. Gut, ja, trifft dich in der Denkarium-Kammer von St. Bunker mit Professor Fick. Kann ich hier teleporten? Ja, bestimmt locker, oder? Es war so klar, dass er dahin will. Das war mir leicht bewusst. Hier sollte ich mich vielleicht nicht allein vorwagen. So. Muss ich da wirklich hier um die Ecke? Ja, das ist korrekt. Na gut. Will ich mal dem Dingsbums folgen? Reveli. Oha. Spinnen. Na, brauche ich jetzt nicht zwingend. Ich würde gern wissen, was
Warte mal, ich will mal was probieren. Sieht interessant aus. Ich will mal was gucken. Ich will mal gucken, was das ist, wenn man... Gameplay, Barriere, Menüvorleser, Zielmodus, Sticks für linkshändig, Miniakarten, Textgröße, Gameplay, Arachnophobie-Modus. Revelio. Oh, komm schon, wirklich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es hier ein bisschen befremdlich. Kannst sagen, was du willst, aber irgendwie finde ich das ein bisschen befremdlich. Die Viecher sehen so unnatürlich aus. Da habe ich lieber tatsächlich die Spinnen. Also nicht unnatürlich im Sinne von Zauber-HOD, Gesundheits... Ja. Ja gut, Bedienoberfläche. Den mache ich auf jeden Fall wieder aus. Ich finde Spinnen wesentlich passender. Revelio. Als diese komischen Viecher. Du wagtest meine Leute zum Töten. Du wirst sterben. Haben die Spinnen gerade die Jungs platt gemacht? So, weg mit dir. Ah, die Kombination ist aber geil. Die Kombination mit Glazio und... Defindo ist einfach geil. Ja, ich werde mir die Zaubersprüche nie merken. Dafür bin ich nicht zu krass im Game. Bei aller Liebe. Ich mag die Filme, sind gute Stories, aber ich bin durchaus nicht der Typ für Dingsbums. Was haben wir denn hier? Revelio. War ich hier schon mal? Konflikt! Revelio. Sieht nicht danach aus. Aber sieht nicht danach aus, wenn es jetzt hier schlimm wäre. Incendio. Revelio. Warum ist hier 3? Ah, hier auch. Incendio. Kommt
Revelio. Na ja, komm, ist mir auch egal. Sieht jetzt nicht danach aus, es gäbe es da ein Rätsel. Also sieht schon so ein bisschen danach aus, aber ich weiß es nicht, ob es nur daran liegt, mich abzulenken. Sorry, Hundi. Revelio. So, was haben wir denn hier? Lazio, Befindung, Konflikt. Kurziert. Augen verschwendet. Mit auf die Fresse. Lazio, Befindung. Keine Chance. Du bist flinklich. Ah, kein Problem. Holz auf. Alter, der Crucio ist einfach super. Revelio. Da kannst du sagen, was du möchtest. Yay. Warum kann ich das Feuer jetzt anmachen? Da hinten sieht es aus, als gäbe es noch eine Prüfung Merlins, die mir helfen soll, mehr Gegenstände zu tragen. Aber ich kann keine. Aber das gilt nicht für Ausrüstungsplätze. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie das Problem, dass mir die der Inventarplatz abhanden gekommen ist. Revelio. Mal sehen, was du bei den Drachenkämpfen zu wetten war meine bisher beste Entscheidung. Komm, trink! Aber wahrscheinlich sind es irgendwelche speziellen Zauber oder so. Die sind ja nicht einfach, man muss sich halt schon mit der Materie auseinandersetzen. Au. Ach, Junge. Mach ich halt so, Arschloch. So, weg mit den Viecher. Revelio. Du.
Oh, Schlösser knacken. Ja, das ist auch echt übel. Man muss halt echt... Wo kommst du denn her? Ich habe keine Ahnung, wo die Alte hergekommen ist. Na gut. Gut, wir könnten da tatsächlich auch komplett rüber flattern. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon aufnehmen. Ich will die Videos nicht zu lang machen. So lange Videos guckt sowieso kein Mensch mehr heutzutage. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ja, bis dann. Tschüss.